So, und weiter geht's. Mit den beiden haben wir schon geschwätzt. Ich hätte gedacht, hier gäbe es irgendwie so eine Art Bett oder so. Rechts, rechts, links, rechts, links. Okay. Jo, hier ist auch das Stück Käse drin, was der haben wollte. Also sind das nicht deren Truhen, würde ich sagen. Links, rechts, rechts, links. Jo, warum eigentlich nicht? Ich muss aber jetzt zur anderen Seite. Ich könnte natürlich hier über den Fluss schwimmen, aber ich möchte mir meine Robe nicht dreckig machen. Obwohl, hier ist der Fluss relativ eng. Ja, nee, da vorne ist auch eine Brücke, die kann ich benutzen. Ja, relativ dunkel geworden hier. So, jetzt ziehe ich aber mal meine andere Rüstung an, falls das mir ein paar Orks über den Weg laufen. Obwohl ich hier mit dem Diego schon lang bin. Es ist so dunkel hier, siehst fast nichts. So, lieber mal speichern. Komm her. Ist nur einer, das ist gut. Block würde ich gerne aufsparen, der ist nämlich sehr wertvoll. Hatte ich davon nicht mehr? Also ich persönlich sehe hier fast nichts mehr. Eine Frage, wo kommst du her? Hm, ich nehme mal so einen Trank. Gut, die beiden können da oben bleiben. Das kannst du doch vergessen, ey. Da kriegst du ja einen Krampf im Arsch. Oh. Was? Alpert, Manny, ja, ja, komm. Irgendwelche Probleme hast du, das ist mir schon klar.
fühle mich aber auch gerade ein bisschen doof an. Normalerweise könnte ich alles verkaufen. Was mir Leben gibt, weil ich habe ja jetzt eine Rune, mit der ich mich heilen kann. Ja komm, alle drei will ich jetzt nicht, vor allem nicht hier in diesem Gang. Wow. Kommst du ein bisschen zu nah, mein Freund? Komm mit. Ja, nicht alle drei, bitte. Nee, drei Stücke ist zu viel. Die kriege ich zwar gut runter, das stimmt, aber das kannst du so vergessen. Das muss ich irgendwie anders da lösen. Dann muss ich die wahrscheinlich doch triggern. Na, komm her. Wunderbar. Nein, bleib da oben hängen, danke. Nee. Vielleicht wenn ich die hier so über eine Kante, hm? Nee, da kommen sie auch wieder alle drei. Och, nicht alle drei, das kann doch nicht sein. Die waren schon dabei, sich zu trennen. Na komm, ich probier's. Er hat jetzt gut gefressen, aber ich auch. Oh, natürlich. Das kleine Stück muss er jetzt hier... Oh, ich stelle mich gerade an wie ein Amateur, aber das sind halt drei. Du kannst die irgendwie nicht so triggern, wie ich gerne hätte. Na, komm her.
Muss doch irgendwo eine Blutfliege sein. Die kann doch nicht einfach so von jetzt auf gleich. Oh, dass hier auch alle drei kommen. Ich habe da nur die Blutfliege geklatscht. Ich will jetzt den Eisblock nicht benutzen, weil die halt auch relativ teuer sind. Wenn das nur zwei sind, ist das wunderbar. Na, komm schon. Oh, perfekt. Kann ich jetzt endlich weiter zur nächsten Schürfstelle? Ich habe jetzt keine Lust, hier 5000 Parts damit zu verbringen, irgendwelche Orks abzuschlachten. Na komm schon. Gut, ich will aber trotzdem noch mal da hoch, bevor ich hier weitergehe. Hier gibt es nämlich noch Dunkelpilze. Feuerkraut, Feuernessel, Dunkelpilz, Heilpflanze, Heilkraut. Das ganze Heilzeug brauche ich, wie gesagt, eigentlich nicht, wenn man es genau nimmt. Da ich ja jetzt diese leichte Wundenrune habe. Ich muss den Roller noch mal ein bisschen weiter runtersetzen. Das mit dem Greenscreen kann starten nerven. So, mehr gibt's nicht. Dann wird ja sowieso meistens nur getrollt. Ja, der eine ist kein Problem. Ja, jetzt sind deine Kumpane nicht da. Was machst du dann, ne? Oh. Hast du noch einen Wauwau an deiner Seite, oder was? Alter Schwede. Ein Bett oder so gibt's hier nicht, ne? Shit. Das war doch ein bisschen arg knapp.
So, jetzt muss ich aber eine andere Robe anziehen. Ja, Goblins, das ist hier mal. Die Drachensnapper sind übel, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass ich die packe. Ah, die Snapper mache ich jetzt mal schnell platt. Yay, yeah, in Wolfsfell, juhu. Gut, das ist die zweite Schürfstelle. Wir werden hier so lange ausharren, wie Inos sein Licht über uns hält. Mhm. Ich nehme mir mal den Fisch. Hey, Inos ist meine Ehre. Und meine Ehre ist mein Leben. Ja, jetzt alles gut. Jetzt bleibt man locker und ruhig. Dann muss ich mal hier hin. Ob es hier irgendwas zu finden gibt. Ich glaube eher nicht. Ein Trank, eine Spruchrolle. Rechts, links, links. Rechts, links, links, links. Super. Oh, eine Innos-Statue, aha. Schinken, ja, hier, Bier trinken oder was hier, sowas gibt's nicht. Hey, du. Du? Ja, wer hätte gedacht, dass wir uns noch... Grimes, du alter Junge. So wie es aussieht, haben wir es wohl beide verstanden, am Leben zu bleiben. Und wie du siehst, bin ich dem Schürfen treu geblieben. Willst du nicht das Tal verlassen? Nein, ich werde weiter Erzschürfen. Ich lasse mich doch nicht von so ein paar Orks daran hindern. Ich habe schon ganz andere Sachen erlebt. Damals, als wir noch in der alten Mine geschürft haben und auf einmal das Wasser hereinbrach. Aber das sind alte Geschichten. Wie viel Erz habt ihr bereits gefördert? Ein paar Kisten, aber davon ist nichts mehr hier. Paladin Markus hat beschlossen, das Erz zur Burg zu bringen, weil wir dauernd den Angriffen der Orks ausgesetzt waren. Weißt du, welchen Weg Markus genommen hat? Er hat nicht den direkten Weg genommen. Stattdessen wollte er den Fluss dort überqueren, wo er gefroren ist. Er wollte einen Bogen schlagen und sich der Burg von Westen her nähern. Was macht die Arbeit? Dieser Fels ist verdammt hartnäckig. Fast so, als würde er sich dagegen wehren, dass wir uns das Erz holen. Okay. Ja, das geht, aber es ist nicht so wie beim Goldschürfen, leider. Sonst hätte ich mir gerne ein paar Erzbrocken. Obwohl, ich habe einen Erzbrocken. Nur mal gucken, ob man sich hier ein paar Erzbrocken ergattern kann. Nee, geht nicht. Okay, schade. Wäre schön gewesen, wenn man sich zumindest ein paar Erzbrocken abgönnen könnte. Ja, ja, jetzt bin ich halt raus und die... Keine Ahnung, wo der jetzt hin will. Der... Oh, geil, der ist weg. Okay.
Ich weiß, wo der hin ist. Der will hier das Ding überqueren, da wo wir mit Diego schon lang gegangen sind und er hat sich in der Hütte von Cavalorn. Breit gemacht, der Marcos. Da werden wir auch hingehen, also die Leichen werden uns da so hinführen. Hier sind wir ja schon mit dem Diego entlang gelaufen. Trotzdem gibt es hier noch was. Beziehungsweise gibt es eine Höhle, wo auch noch ein paar Leute sind. Ich hoffe, die Lurker hier sind alle hinüber. Ah, hier ist noch einer. Oh, hier sind noch einige. Die müssen mir eh alle klatschen. Na, hier gibt es auch ein Bett. Das ist super. Dann kann ich ja in Ruhe die Lurker alle rüberjagen. Ich hab nur... Ach. Macht aber nichts. Was haben wir hier? Leichter Fisch. Dietriche, super duper. Magie, Magie, Magie. Jo. Na komm. Put, 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 put. Komm her, leg dich zu deinen Brüdern. So. Halt! Wer da? Du bist doch nicht gekommen, um mich wieder in die Erzmine zurückzuschicken. Klar. Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich gehe nicht mehr zurück. Du bist ein entlaufender Sträfling, stimmt's? Du merkst aber auch alles. Glaubst du denn, ich würde mich sonst in diesem Dreckloch verkriechen? Der Braten riecht gut. Finger weg! Was ist los mit dir? Das fragst du noch? Guck dich doch mal um! Diese verdammten Lurker haben den ganzen Fluss in Beschlag genommen, seit ich hier bin. Erst waren es nur zwei. Seit gestern habe ich mindestens fünf gezählt. Keine Ahnung, wie ich hier jemals wieder rauskommen soll. Hast du schon versucht, zum Pass zu gelangen? Bin ich denn wahnsinnig? Mich kriegen hier keine 20 Soldaten wieder raus, solange die Viecher da draußen sind. Ich hasse die Biester. Wenn ich sie schon rieche, dann kriege ich Schweißausbrüche. Und dieses ständige Gekluckse, das einem das Blut in den Adern stockt. Wenn du dir von denen das Fell abziehen lassen willst, dann tut dir keinen Zwang an. Was würde ich von dir bekommen, wenn ich die Biester töte? Nun ja, es würde schon reichen, wenn die Lurker vor der Höhle verschwinden würden. Ich habe einen Runenrohling gefunden. Du als Magier kannst ihn doch sicher gebrauchen. Den würde ich dir dafür geben. Die Lurker vor der Höhle sind weg. Großartig. Jetzt kann ich wenigstens wieder durchatmen. Hier hast du das versprochene Ding. Ah, coole Sache. Gehst du jetzt über den Pass? Vergiss es, Mann. Da hast du recht, wenn sie dich erwischen, kannst du gleich wieder hier anfangen.
Ich speichere mal ab. Besser ist das. Naja, viel haben die Jungs hier nicht. Aber rauskommen sie eh nicht, also von daher. So, jetzt will ich mich aber wieder aufmachen. Obwohl, gibt es hier noch eine Unterwasserhöhle? Ich weiß es nicht. Da habe ich doch was gesehen. Ist das laut hier? So, wir haben hier eine Spruchrolle und ein paar Butlerfleisch. Naja. Oh, noch eine Truhe. Immerhin etwas. Rechts, rechts, links, links, links. Nee, rechts, links, links, rechts. Ja, naja. Jetzt müssen wir wieder durchschwimmen. Jetzt habe ich mir meine Robe doch nass gemacht. Gut, jetzt möchte ich gerne noch zu dem Marcos, dann ist der Part eigentlich auch schon vorbei, obwohl die Schiffstelle haben wir ja schon fertig. Wenn wir nämlich mit dem Marcos gesprochen haben, dann ist das ganze Zeug nämlich auch schon gegessen. Hier sollten wir noch nicht hin, da kommen wir später hin. Hier haben wir ja schon alles abgegrast. Hier waren ja die Banditen. Total dämlich, dass die Banditen und die Halunken trotzdem noch hier alles angreifen, was nicht zu ihnen gehört. Gerade im Minental hätte man vielleicht denken können, okay, die beißen wenigstens die Zähne zusammen und gucken, okay, wir haben halt schon Orks und ganze Monster gegen uns und dann kloppen die sich noch untereinander. Naja. Kann ich mir aber so gut vorstellen. Also so typisch menschlich. Wir haben genug Feinde, aber trotzdem hasse ich dich. Und wir schlagen uns trotzdem noch. Das wäre Streit eine Sache, von der es nicht genug geben würde. Na kommt her, hier. Gümmels. Da ist nichts zu. Da ist nichts zu. Trank, Feldnöterich, Trank, ja, das ist okay. Da ist nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. So, das ist die Hütte von Kavalorn. Hier gibt es noch einiges zu holen. Und hier hat sich der Marcos auch verkrochen. Den lasse ich zu. Der Kavalorn gibt uns nämlich was Ordentliches dafür. Aber vorher würde ich gerne nochmal eine Runde pennen. Ja, super. Hier hat er sich verkrochen. Halt! Im Namen Inos. Ich bin Marcos, Paladin des Königs. Sagt, was du willst und sprich wahr. Ein erwählter Inos spricht immer wahr. Verzeih mir, ehrwürdiger Magier. Ich habe nicht erkannt, mit wem ich spreche. Ja, schon gut.
Wenn mir die Frage gestattet ist, was verschlägt dich in diese Gegend? Ich komme von Garon. Er muss wissen, wie viel Erz zum Transport bereitsteht. Sagt Garon, dass ich die Schurfstelle verlassen musste, weil die Orkangriffe zu heftig wurden. Ich habe versucht, mit ein paar Leuten die Burg zu erreichen. Doch ich bin der einzige Überlebende. Das Erz habe ich sichergestellt. Es sind 4 Kisten. Geh zu Garon und berichte ihm das. Sag ihm, dass ich das Erz mit meinem Leben schützen werde. Doch weiß ich nicht, wie lange es dauern wird, bis mich die Orks hier aufspüren. Er soll mir Unterstützung schicken. Ich werde es ihm ausrichten. Gut. Trotzdem möchte ich da nochmal rein und mich versichern. 1, 2, 3, 4. Okay. Ich nehme das mal mit. Der wird da schon nichts gegen haben. Links, rechts. Naja, nichts wirklich Brauchbares. Können wir alles zu Gold machen. Gut, da gehe ich zu Garon und erzähle ihm das. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.